Ja, der Unternehmertag ist so ein bisschen der Auftakt unseres Verbandes in das Jahr 2016. Das ist das erste Highlight von vielen Highlights. Und eins kann ich vorwegnehmen, wir haben uns viel vorgenommen für dieses Jahr. Überhaupt ist Bildung ja, für mich, für uns als Verband, für uns als Vorstandsteam ein essentielles Thema. Ja, das fängt im Klassenzimmer an und geht weiter in die Universitäten rein. Hier sei vielleicht nochmal der Lehrstuhl an der WHU Wallander erwähnt, der Familienunternehmer, wo wir generationenübergreifendes Wirtschaften unterrichten. Es gibt so viele Menschen, die das Potenzial haben, es uns gleich zu tun, die Pläne haben und Ideen. Und genau diese Leute müssen wir hinbekommen, dass sie einen Schritt zum Unternehmer machen bzw. wagen. Weil Pläne und Ideen haben viele. Der entscheidende Unterschied ist, wir setzen uns hin und setzen unsere Pläne und Ideen um. Das klingt manchmal einfach, aber allein die ganzen Behördengänge sind schon ein erhebliches Hindernis für uns. Und da können wir helfen. Wir haben es alle schon mal gemacht. Wir kennen uns aus, wir können Tipps geben und wir machen das gerne. Im Club der Gründer beispielsweise bieten wir genau Veranstaltungen an, die auf Startups zugeschnitten sind. Ganz andere, aber nicht weniger wichtigere Themen beschäftigen unsere Nachfolger. Wie kann ich das Unternehmen weiterentwickeln, ohne meinen Eltern auf den Schlips zu treten? Wie schaffe ich es, mir meinen eigenen Verantwortungsbereich zu erschließen, ohne dass mir reingeredet wird? Und vor allem, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge? Auch hier sind wir als Verband da. Im Club der Nachfolger treffen sich diejenigen, die mit genau solchen Sachen und Fragen zu tun haben. Sie helfen sich gegenseitig, bieten eine tolle Grundlage, Gemeinschaft und großartige Events. Dann haben wir noch den dritten Club sozusagen. Viele Familienunternehmer haben Kinder, die noch gar nicht genau wissen, was sie mal beruflich machen wollen. Das sind diesen Kindern von Unternehmern, bieten wir im Club der Junioren Trainings und Seminare an, um sie schon in jungen Jahren für den Traumberuf Unternehmer zu begeistern. Und der Club der Junioren, da durfte ich jetzt schon einige Male zu Gast sein, ist wirklich eine ganz, ganz hervorragende Erfolgsgeschichte, die wir da vor uns hertragen und noch weiterentwickeln. Ich habe vorhin schon von der Bürokratie gesprochen, die viele daran hindert, überhaupt Unternehmer zu werden. Das muss definitiv einfacher werden. Bürokratieabbau ist ein Stichwort, ein anderes Stichwort Bildung. Ein konkretes Beispiel für unsere politische Arbeit, um auch mal so einen Eindruck zu geben, was wir als Vorstandsteam machen. Ja, gestern ist das Investmentsteuergesetz im Kabinett verabschiedet worden. Anders als ursprünglich geplant, gibt es keine Besteuerung von Veräußerungsgewinnen auf Streubesitz. Speziell für die Startup-Branche ist das eine tolle Nachricht. Auch die Rahmenbedingungen für junge Unternehmer und deren Zugang zu Venture Capital wurden gegenüber dem Ursprungsplan verbessert. Wir jungen Unternehmer, wir fordern daher Freiheit, Verantwortung und das Ganze auch im europäischen Kontext zu leben. Das heißt konkret, in wichtigen Politikfeldern sollte man in EU-Clubs in festen Regeln voranschreiten. Das ist besser, als ohne Einigung und den 28 Mitgliedstaaten in Nationalismen und Kleinstaaterei zurückzufallen. Mitglied in einem EU-Club kann jedes Land werden, das die Aufnahmekriterien erfüllt. So war übrigens auch der ursprüngliche Gedanke des Euroraums und des Schengen-Raums. Das dritte große Thema, was uns antreibt, ist das Thema Digitalisierung. Ja? Wir brauchen unbedingt eine Politik in unserem Land, die die rechtlichen Möglichkeiten an die Realität der fortschreitenden Digitalisierung anpasst. Deswegen machen wir jungen Unternehmer hier einen konkreten Vorschlag. War übrigens heute Morgen schon im Handelsblatt zu lesen. Der Bund sollte seine Anteile an der Telekom verkaufen. Das sind aktuell rund 22 Milliarden. Dieses Geld könnte man unserer Meinung nach viel besser in den Ausbau des Glasfasernetzes stecken. Ich habe noch einen kurzen Punkt, der mir so ein bisschen auf dem Herzen brennt und den ich noch mal loswerden möchte, ohne dazu politisch zu werden, sondern nur noch mal generell. Und zwar geht es hier um das Thema Flüchtlinge. Zugegebenermaßen war ich jetzt tatsächlich in Urlaub, deswegen bin ich auch so braun. Als ich wiederkam, voller Erschrecken festgestellt, was sich in meiner Abwesenheit so getan hat. Ich war wirklich schockiert, als ich diese Videos und Presseberichte über die Hetze gelesen habe, über die Hetze auf Flüchtlinge. Stichwort Clausewitz, auch das Handeln unserer Staatsgewalt, die dort aggressiv vorgegangen ist, oder die Bilder und Berichte von applaudierenden Menschen vor brennenden Flüchtlingsheimen. Das ist schrecklich, das ist beschämend, das ist ein Angriff auf unser Land, auf unsere Freiheit, auf den ganzen Demokratiegedanken. Das lässt sich überhaupt nicht mit dem vereinbaren, wie wir irgendwie die Welt sehen. Und hier ist meine tiefste innere Überzeugung, dass wir als Unternehmer, dass wir nicht nur eine unternehmerische Verantwortung tragen, dass unsere Mitarbeiter am Ende des Monats bezahlt werden, sondern ganz, ganz wichtig, wir tragen auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das bedeutet für mich nicht, dass man nicht eine Meinung haben darf über
begrenzten Zustrom oder sonst was. Ja, wichtig ist mir ein Punkt, dass wir als Vorbild vorangehen, dass wir sachlich und transparent und ohne jeglichen Populismus versuchen zu debattieren, konstruktive Lösungsvorschläge zu finden. Die Rahmenbedingungen zur Integration muss die Politik liefern. Klammer auf, im Hintergrund arbeiten wir damit. Da wird Lutz Göbel vielleicht gleich noch was zu sagen zu unserem Flüchtlingspapier. Wir unterstützen das schon. Aber wir als Unternehmer haben meines Erachtens die Aufgabe, diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und da unsere Hausaufgaben zu machen. Daher ist mein Appell an alle, verbreitet Optimismus, soweit es geht, auch wenn es schwerfällt, geht mit gutem Beispiel voran, nicht reden, machen und bitte, bitte tragt gesellschaftliche Verantwortung. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt.